Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oxygen Not Included. Ich bin Whisky for Lunch und schön, dass ihr dabei seid. So, heute würde ich gerne mit euch an diesem Thema hier hydroponische Farmen weiterbauen, beziehungsweise möchte ich gerne unsere Wasserthematik ein bisschen umgestalten. Und zwar hatten wir beim letzten Mal ja hier diese hydroponische Farm gebaut, in der wir dann Rohrschilf anbauen wollten. Und damit wir das effizient tun können, müssen wir natürlich auch unsere Wasserressourcen ein bisschen umgestalten. Bisher ist das, was wir an Schmutzwasser generieren, geht ja hier in diese Filteranlage und läuft wieder zurück in dieses Becken. Wie man da sieht, sammeln sich da jetzt natürlich die Keime. Und das möchten wir gerne umgestalten. Deswegen werden wir heute anfangen. Moment, ich mache mal hier einen neuen Raum. 3, 4. So. Und zwar werden wir dann heute anfangen, mit Wassertanks ein Setup zu basteln, in dem wir eben halt das Frischwasser, was wir denn hier zum Beispiel für das Badezimmer brauchen, in Tanks pumpen und von diesen Tanks aus dann verteilen. Weil so haben wir auch eine zentrale Anlaufstelle, wo wir dann hier unsere ganzen, sage ich jetzt mal, Becken leer pumpen können, dass wir da vernünftig weiterbauen können. Und wir vermeiden natürlich, dass wir hier, sage ich mal, solche Keimbrutstätten produzieren. Aber dazu muss natürlich das hier erstmal fertiggestellt werden. So, ich schaue mir das mal jetzt kurz an. Genau, wir haben jetzt hier die Rohrleitung. Genau, und ich würde das denn ganz gerne umleiten, dass denn das ganze Schmutzwasser erstmal in Tanks zwischengepuffert wird und dann hier in diese Farm halt läuft. So, ich muss mal gucken, haben wir jetzt schon Balsamnähe? Balsamnähe, Pinscher, Pfeffer, Wasserkraut, Fingerhutschilf. Haben wir schon. Sehr schön. Also können wir jetzt auch hingehen und können sagen, wir zerlegen jetzt. Ja, zerlegen wir das Rohr gleich oder warten wir noch kurz? Okay, da ist was zugeschüttet. Das können wir aufgraben. So, und hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ihr seht ja, da oben ist halt noch Wasser. Das heißt, wir werden dann erstmal anfangen, die Frischwassertanks zu bauen. Wir haben ja hier diese Flüssigkeitstanks. So, und ich möchte 1, 2, 3 Frischwassertanks. Dann lassen wir einen frei machen. Erstmal einen. Und dann pumpen wir das da drüber erstmal leer. Dazu müssen wir die natürlich dann miteinander verbinden mit Rohren. Moment. Wir haben dann hier den Ausgang, Eingang, Ausgang, Eingang. Wunderbar. So, dann tun wir das Ganze hier freigraben. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am günstigsten machen. So. Und dann tun wir hier nämlich am tiefsten Punkt die Pumpe hinsetzen. Wir ziehen die Leiter bis hier unten runter, dass unsere Druckerdödel da auch gut rein und rauskommen. So, und dann tun wir nämlich hier erstmal ein Rohr legen. So. Und dementsprechend braucht man da dann natürlich auch noch Strom. So. Und
Sehr gut. Ja gut, eigentlich können wir das hier ja schon mal zwischenzeitlich umbauen. Das heißt, wir tun die hier zerlegen. Und dann müssen wir uns das hier nochmal anschauen von unserem Lufterfrischer. Okay, das geht da rein. Okay, kein Problem. Dann tun wir das hier zerlegen. Das können wir eigentlich auch komplett zerlegen, weil das brauchen wir da nicht mehr. Eigentlich brauchen wir die gesamte Geschichte hier dann nicht mehr. So, und dann legen wir von hier aus nochmal ein Rohr hoch und dann da rein. Erstmal so lange, bis dieser Tank hier leer gepumpt ist. Oh, wir haben hier die Möglichkeit, einen neuen Druckerdödel rauszulassen. Müssen wir mal schauen, wie sieht es aus? Haben wir 8, 2, 4, 6, 8. Alle Betten werden belegt. Okay, wir machen mal kurz Pause. Jetzt schauen wir mal bei den Fertigkeiten. Wir haben Bau, wir haben Forschung, wir haben Graben, Sanitär, Elektrotechnik, Viehzucht, Kochen, Landwirtschaft. Das heißt, wir könnten jemand für Kunst zum Beispiel gebrauchen oder für Doktortätigkeiten. Da können wir natürlich mal schauen. Forschung, Graben dekorieren. Fressattacke. Ja, komm, nehmen wir dich doch. Und dir müssen wir natürlich auch ein Bett zur Verfügung stellen. Da müssen wir erstmal improvisiert da eins hinstellen. So. Dann können wir hier natürlich auch die Fertigkeit hochsetzen. Und dann sagen wir, dekorieren bekommst du 1. Wunderbar. Gut. Forschung ist auch fertig. Da können wir mal schauen, was uns jetzt gerade am meisten drückt. Wir hatten jetzt hier das ganze Stromgedöns erforscht. Ja. Automatisierung haben wir soweit. Das brauchen wir noch nicht. Ich würde sagen, dann forschen wir hier in die Richtung Gefahrenschutz, dass wir, wenn es soweit ist, dann auch Schutzanzüge bauen können. So, wie sieht es bei uns aus? Kohle, 2 Tonnen. Okay. So, und dann tun wir hier die Prioritäten mal ein bisschen hochsetzen, weil es wäre schon ganz gut, wenn wir das zeitnah fertig bekommen würden, das Ganze. So. So. Und jetzt sehen wir, unsere Druckerdödel machen sich da an die Arbeit und das jetzt schön priorisieren. Unsere Hatches vermehren sich auch und hier produzieren die fleißig Kohle, das ist sehr gut. Genau, und dann können wir nämlich nach und nach dann hier auch diese ganzen verschmutzten Wassertaschen dann leer machen. Oh ja, hier unten schaut das übel aus. Da sollten wir hier vielleicht auch noch mal ein, zwei Lufterfrischer hinbauen, dass da hier nicht zu viel verschmutzter Sauerstoff hochdrückt. Der Gang, der ist schon heftig.
So, sehr gut. Aber wir sehen, die Wassertanks sind dann auch gleich soweit. Dann muss halt bloß noch die Pumpe hier laufen. Unerreichbare Baustelle, ja. Da müsst ihr halt jetzt ein bisschen schneller bauen, Leute. Gut. Sehr schön. Kein Flüssigkeitseingang. Moment, ich habe doch da einen Eingang eigentlich. Ah, ich sehe gerade, ich habe die ganze Geschichte hier falsch verrohrt. Okay. Müssen wir halt nochmal zerlegen. Gut, dass uns das jetzt auffällt. So. Weil wir haben nämlich den Eingang an den Ausgang angeschlossen und umgekehrt. Das heißt, eigentlich müssen wir ja so verrohren. Moment. Abbruch. So. Das passiert mir irgendwie jedes Mal, wenn ich am Anfang damit arbeite. So, gut. Wunderbar. Und die Pumpe fängt an zu arbeiten. Sehr schön. Das heißt, das geht denn jetzt hier alles in die Tanks und dann hoffe ich mal, dass wir das relativ schnell leer haben werden. Gut, und hier können wir auch die Verrohrung neu machen. Die sind jetzt auch soweit. Dann schließen wir das hier an. Und hier den Ausgang tun wir auch so anschließen. Wunderbar. So. Und dann kann ich hier nämlich sagen, wir möchten hier gerne Fingerhutschilf pflanzen. Und wir duplizieren die Einstellung und übertragen das auf den ganzen Rest. So. Na, wir sehen jetzt hier, wie so langsam der Pegel steigt. So, das heißt natürlich, wir können dann hier schon mal das Ding zerlegen. Das brauchen wir dann nicht mehr. Und die andere Filteranlage brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die können wir dann eigentlich auch zerlegen. So. Das werden wir dann natürlich später dann auch noch hier mit unserem Kaltwasser, also mit unserem Kaltdampfschlot kombinieren, beziehungsweise wenn wir dann auch noch irgendwo einen Salzwasserschlot finden, wenn wir dann auch natürlich das noch mit Entsalzungsanlagen, beziehungsweise wir haben ja hier so viel Salzwasser, dass wir, oder haben wir noch einen Kaltdampfschlot, koppeln, dass wir dann da sozusagen unbegrenzte Wasserressourcen haben. Aber um natürlich für uns jetzt hier erstmal Baufläche zu schaffen, ist das natürlich ideal. So, dann können wir das hier auch noch zerlegen. Das brauchen wir nicht mehr. So, und ich muss natürlich jetzt immer mal gucken, nicht, dass die mir jetzt das Falsche abreißen. Nee, also die Wasserversorgung fürs Badezimmer passt. Das heißt, wir ziehen hier weiter das Wasser ab. Wunderbar. Das heißt, wir können aber die Rohrleitung hier auch schon mal zerlegen. Die brauchen wir auch nicht mehr. Genauso wenig wie die und genauso wenig wie die Liquid Bridge hier.
So. Wachstum gestoppt, Körpertemperatur. Okay, was ist das Problem? 22 bis 37 Grad. Es ist euch. So. Passt doch. 22,4 sollte eigentlich wachsen. Notfalls müssen wir hier halt nochmal mit einer Heizung arbeiten. So. Es wird jetzt natürlich auch eine Weile dauern, bis das hier leer ist. Und erst wenn das leer ist, werden wir dann hier umschließen auf unsere Tankversorgung. Ja, aber generell haben wir so eins der größten Probleme gelöst. Gut, wir haben jetzt hier natürlich noch. Haben wir das Problem, dass uns hier das Wasser bald ausgeht. Tatsächlich ist das was, was ich noch nicht herausgefunden habe. Ich meine, vielleicht weiß das ja einer von euch. Das könnt ihr mir dann gerne in die Kommentare schreiben. Wie man von dieser Handpumpe hier wegkommt, weil ich würde natürlich gerne. Muss mal schauen, gibt es hier die Option, einen Handabfüller zu bauen? Lass mich mal bei Forschung schauen. So. Weil ich weiß, es gibt einen Kanisterfüller für Gase. Gibt es das für Flüssigkeiten auch? Kanisterentleerer. Entleert Gas aus Kanistern. Ja. Aber einen Kanisterbefüller für Flüssigkeiten haben wir nicht, oder? Gasventil. Also ich habe jedenfalls noch nichts in der Richtung gefunden, weil sonst müssten wir eben halt hier irgendwie mit der Schaltung arbeiten, dass wir hier Flüssigkeit einleiten und dann mit einem Wasserstandssensor arbeiten. Das können wir ja eigentlich noch mal machen, das Setup. Veredeltes Metall, okay, wir haben kein veredeltes Metall dafür, weil wir bräuchten dann einen Hydrosensor. Dafür brauchen wir 25 Kilo veredeltes Metall. So, dazu schauen wir mal. Kupfererz haben wir jede Menge. So, 50 Kilo. Ja, komm, dann machen wir mal 3. So. So, der Hintergrund ist, dass ich dann eben halt sage, ich schließe hier irgendwo ein Flüssigkeitsventil. Flüssigkeitsfilter. Flüssigkeitsregel, genau, ein Flüssigkeitsventil, das ich dann hier irgendwo hin tue und dann eben halt sage, ich mache hier einen Hydrosensor hin, den stelle ich eben halt darauf ein, sofern er registriert, dass hier, oder wenn er nicht registriert, ist jetzt ein bisschen komplizierter. Dafür brauche ich dieses Nichtgatter. So. Das heißt, ich setze diesen Hydrosensor dahin und sage ihm, wenn du nicht mit dem Nichtgatter hier mindestens, weiß ich nicht, sagen wir mal 500 Gramm Wasser oder Flüssigkeit registrierst, sprich, also wenn der Wasserstand nicht ein gewisses Level erreicht, lässt du dieses Ventil offen und pumpst da Wasser rein. So zur Theorie. Wird vielleicht noch ein bisschen ersichtlicher, wenn wir es denn gebaut haben. So, und wir merken hier schon, Wachstum gestoppt, Bewässerung. Unsere Schmutzwasserproduktion reicht nicht aus, um das Ding permanent hier wachsen zu lassen. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir können mal schauen, wir haben
Alge, wir haben hier auch 3 Tonnen Schleim. So. Da würde ich sagen. So, stellen wir hier noch eine Algendestillerie auf. Denn was macht die Algendestillerie? Die Algendestillerie macht nichts anderes, als dass man diesen Schleim, der uns ja hier unheimlich viel Keime und verschmutzten Sauerstoff beschert, da reinkommt, wird halt destilliert und dann wird aus dem Schleim werden Algen und Schmutzwasser. Und das, ja. So können wir eben halt nach und nach auch unseren Schleim hier loswerden. Gut, wir haben jetzt die Grundlagen für die Schutzanzugproduktion, haben wir auch. Parallele Automatisierung brauchen wir eigentlich noch nicht. Ja, ich würde tatsächlich diesen Zweig hier als nächstes erforschen wollen. Alles, was man zur intelligenten Lagerung, Automatisierung braucht. So. Dann müssen wir nämlich. Schaut. 2 von 3 Tanks sind schon voll. Das ist gut. Und wir haben hier noch Skills zum Verteilen. Super duper schweres Graben, sehr schön. Das hat uns tatsächlich noch gefehlt. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir jetzt diese? Ja. So, sendet ein grünes Signal oder ein rotes, wenn Flüssigkeitsdruck im ausgewählten Bereich ist, muss sich in Flüssigkeit befinden. So, also setze ich den jetzt mal hier hin. Ja. Und ich setze einen Auslauf hier hin. So. Soweit mal zur Theorie. So, dann. Dann würde ich hier nämlich. Oh Gott, wo setze ich denn das Flüssigkeitsventil hin? Gut, eigentlich kann ich das Flüssigkeitsventil auch hier hin bauen. So. Muss ich das halt hier noch freigraben. So. Das heißt, wir machen dann hier schon mal den Anfang der Verrohrung. Also wir legen mal Wasser bis hier hin. So. Dann haben wir hier Eingang. So. Und hier machen wir den Ausgang. Okay. So. Jetzt kommt die Automatisierung. Automatisierungskabel. Okay, muss ich warten, bis es gebaut ist. Ich hoffe, es gibt einen Automatisierungsanschluss an dem Wasserventil. Moment, was habe ich jetzt gebaut? Ach, ich habe einen Flüssigkeitsregler gebaut. Bau abbrechen. Wir brauchen ein Flüssigkeitsventil. So. Habe ich das Falsche genommen? Naja, das Ding ist natürlich genau andersrum. Moment. Naja, das kommt davon, wenn man mit seinen Gedanken nicht ganz bei der Sache ist. So, jetzt haben wir es richtig. Eingang, Ausgang, richtig rotiert. So. So, dann brauche ich das Automatisieren. Genau, und jetzt habe ich auch diesen Automatisierungsanschluss da. Genau. Obwohl, eigentlich bräuchte ich das gar nicht. Ich habe es mir jetzt unnötig umständlich gemacht. Moment, ich kann es auch anders. Ich kann es auch viel einfacher machen. Abbruch. Ich kann auch einfach das Rohr da runterlegen. Und mache den Automatisierungsanschluss dann halt einfach an diesen Auslass hier. So.
Genau. Weil dann macht der halt einfach zu, wenn eine gewisse Wassermenge erreicht ist. So, Aufräumen, Viehzucht, Schutzanzug, Versorgung, Doktortätigkeiten und Forschung. Aber der ist narkoleptisch, den mag ich eigentlich nicht haben. Nehmen wir halt das hier. So, und dann kann ich nämlich hingehen und kann sagen, Moment. Dann kann ich nämlich zu diesem hier sagen, sende ein grünes Signal, wenn unter 500 Kilo. Und man sieht, wenn ich jetzt hier so auf Wasser gehe, hier oben sind es dann so 600 Kilo. Ich kann auch auf 400 Kilo gehen. Okay, ich kann es auch einfach so machen. 400. So, das heißt also, sofern da ein bisschen Wasser hinkommt, macht ihr hier dicht. Und sagt dann, ja, ist voll, brauchen wir nicht mehr. So, wir sehen die ersten Balsamlinien wachsen hier jetzt schon, sehr schön. Der Flüssigkeitsstand, das wird eine ganze Weile dauern, bis das leer ist. Aber wir werden ja denn hier halt schon mal eine Wasserabnahme haben für Forschung und Nahrungserzeugung. Das ist schon mal ganz gut. So, und wir haben hier Läusebrot-Matschregel, haben wir permanent. Das ist auch sehr gut. Hier werden dann wahrscheinlich permanent frittierter Matsch. Okay, eingelegte Mahlzeit, frittierter Pilz. Hier wird alles gemacht. Wunderbar. Ja, das waren denn so die ersten Schritte, um hier mit unserem Wassersystem mal ein bisschen aufzuräumen, weil, ja, wie gesagt, ne, hier mit 75.000 Keimen, Lebensmittelvergiftungsgrenze, da drin zu duschen und sich die Hände zu waschen, ist halt nicht wirklich produktiv. Und ja, deswegen haben wir das halt hier getrennt. Gut, beim nächsten Mal werden wir dann natürlich weitermachen hier mit unserem Projekt Wassersystem. Werden dann vielleicht nochmal, ich muss mal schauen, vielleicht nochmal, ja, wenn wir das hier leer haben, hier eben halt mit dem Schmutzwasserteil eben halt weiter arbeiten, werden dann vielleicht irgendwo eine Stelle definieren, wo man auch mal diese ganzen Flaschen verschmutzten Wasser entleeren kann. Und ja, schauen wir mal, was wir denn, ob wir uns denn vielleicht auch noch ein bisschen weiter dem Thema Entdeckung und Kartenaufdeckung widmen können. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin sage ich dann erstmal Tschüss.